Guten Morgen zum neuen Video. Heute geht es mal um den E46 M3. Mal wieder oldschool. Da hat man bis jetzt relativ wenig gesehen. Ja, es wird auf jeden Fall sau viel geben an dem Auto. Also das ist ungefähr, fliegt was rum, das ist ungefähr fast eine komplette Generalüberholung vor dem Auto. Ich kann euch nicht versprechen, ob wir alles filmen werden, weil einfach aktuell so viel los ist. Aber das Wichtigste, die Aulitzki Exhaust mit Klappe und legal, also aufgepasst, E46 M3, Aulitzki Exhaust mit Klappensteuerung und TÜV-Zulassung, ist meiner Meinung nach die einzigste Anlage auf dem Markt mit einer Klappe. Hört sich auf jeden Fall mega an. Ich habe es davor schon gehört, also ihr könnt gespannt sein. Ich hoffe, dass es auf dem Video so gut rüberkommt, dass man es da auch ein bisschen hört. Aber in live ein mega Sound, ein schöner Unterschied von auf, Klappe auf und Klappe zu. Dann werden wir ein KW V3 einbauen. Dann werden wir die Felgen jetzt dann gleich als allererstes mal runterbauen. Die werden zum Mudlow Livella Reifenprofi rübergeschickt. Die werden die Front wieder neu glanz drehen, weil die relativ hart beschädigt sind. Also glänzend wieder drehen und seitlich wieder pulvern in der Originalfarbe. Dann müssen wir die wieder montieren. Während die beim Pulver sind, gibt es noch eine Messung von dem Fahrzeug, dass man einfach mal guckt, wie ist jetzt nach einem Auto, was einfach schon ja, relativ alt ist. Sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, wie viel Leistung hat es aktuell noch, wie sieht es da aus? Und dann wird es noch Differentialüberholung geben, dann wird es noch neue Bremsen geben, dann wird es noch Pleuellagerwechsel geben, dann wird es noch alle möglichen Flüssigkeiten werden noch erneuert, also Servicegeschichten noch geben und noch jede Menge viel Teile. Also wir haben da hinten in der Ecke so einen riesen Haufen liegen, nur mit BMW-Teilen. Und auch Tuning-Teilen, was da reinkommen, weil der Kunde gesagt hat, macht bitte einmal alles komplett neu. Das Auto ist aus erster Hand, das hat er schon, seitdem es rauskam bei BMW, hat er das Auto schon selber. Dann wird noch die ganze Front lackiert, also sprich einmal vorne Kotflügel, Haube, Stoßstange komplett einmal neu lackieren. Das machen wir auch noch mit und ja, keine Ahnung, also jede Menge auf jeden Fall, was da reinkommt. Ich hoffe, wir können einiges dazu filmen. Ich kann es euch echt nicht versprechen. Aber wir legen jetzt mal los. Wir schrauben jetzt die Räder runter. Dann kommt von unserem M2 kurz ein Radsatz drauf, dass wir auf den Prüfstand können. Dann messen wir das Auto. Ja, schauen wir mal, was original rauskommt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Tada! We'll be right back.
So, die Originalmessung ist jetzt durch soweit. Das halt heute so schön hier drin. Auf jeden Fall, wie ihr hinter mir sehen könnt, 306 PS, 367 Newtonmeter, mehrere Messungen hintereinander, die sind alle konstant, also alle irgendwo zwischen 305, 307 PS und immer 365 bis 370 Newtonmeter, was er hat. Das ist jetzt nach EWG gemessen. Genau genommen könnte man vielleicht sagen, damals zu dem Zeitpunkt, als das Auto rauskam, bilde ich mir ein, gab es noch keine EWG-Messung, könnte man nach DIN noch umstellen. Wenn man das auf DIN umstellt, kommt nach DIN 316 PS raus und 377 Newtonmeter. Also 10 PS kann man ungefähr drauf rechnen mit dieser DIN-Messung, was es früher gab. Ich bin der Meinung, dass es EWG noch nicht gab zu dem Zeitpunkt, als das Auto rauskam. Das ist ja 2003 quasi herausgekommen, so der M3. Ja, auf jeden Fall ist das die Serienleistung. Wir werden auf jeden Fall dann nochmal den Motor alles überprüfen. Gucken wir nochmal, ob die Warnus richtig arbeitet. Aber im Schnitt eigentlich, ja, wenn man es jetzt mal nach DIN betrachtet, ich habe auch eine 46 M3 mal gefahren, bestimmt schon über 10 Jahre her, also länger wie 10 Jahre auf jeden Fall, oder 11 oder 12 eher, naja, egal. Der hatte auch damals nach DIN gemessen beim ADAC auf dem Prüfstand knapp 330, also knapp unter 330. Der vom ADAC hat damals zu mir gesagt, das Auto steht saugut im Futter. Erfahrungsgemäß die Messungen, so wie wir es jetzt hinter mir haben, original um die 310 haben wir jetzt schon sehr oft gemessen bei mir 46 M3. Würde ich sagen Standard, die Dinger streuen einfach nach unten, das ist auch bekannt. Sage ich mal, wenn die im Originalzustand sind, dass die Leistung nach unten streut. Dann sind wir auf jeden Fall mit der Messung jetzt soweit durch. Habt auch mal einen Eindruck, was ein serienmäßiges Auto hat. Es wird da kein Tuning geben. Vielleicht gibt es mal irgendwann noch einen zweiten Teil, aber ich glaube nicht, der Kunde hat gesagt, der will das Auto eigentlich weitgehend jetzt so wie es ist belassen, von den Leistungsaspekten, die Auspuffanlage erreicht. Dann hätte ich gesagt, wir fahren jetzt mal raus, machen einen fetten Soundcheck für euch und dann sehen wir uns nach dem Soundcheck wieder. Ja, also der Umbau ist fertig. Leider großes Problem. Wir haben es aus Zeitgründen nicht geschafft, euch das Fahrwerk zu zeigen, die Pleuellager zu zeigen, die Generalüberholung zu zeigen. Also da wurde ungefähr alles noch am Motor ausgetauscht, was noch so gab. Also Thermostat, Wasserpumpe, Dichtungen, die Lackierung konnten wir auch nicht filmen, dass das Auto noch lackiert wurde. Sieht aber mega aus, kein Farbunterschied. Das V3 ist drin, das fährt richtig schön, also das ist der Hammer vom Fahrverhalten her. Dann die Felgen hat der Mutlu uns noch im Highspeed fertig gemacht, weil der Kunde hat das Auto auch ganz dringend gebraucht. Das war jetzt auch ein Grund, dass wir es nicht komplett filmen konnten alles, da der Kunde das Auto ganz schnell brauchte, sagen wir so. War ein geiles Projekt, schade, dass wir nicht auch die ganze Technik filmen konnten, weil das, was wir da alles noch erneuert haben, von Differential bis Pleuellager bis alle möglichen Achsteile, wäre auf jeden Fall interessant für euch gewesen, denke ich mal, das zu sehen. War schade eigentlich, tut mir auch echt leid an der Stelle, dass wir das nicht mitfilmen konnten. Ne? Aber es hat einfach pressiert und dann haben wir einfach Gas gegeben und konnten es nicht mitfilmen. Aber auf jeden Fall, wir haben es noch geschafft, in letzter Sekunde, bevor der Kunde das Auto mitgenommen hat, einen kleinen Carporn für euch zu machen. Zieht euch den auf jeden Fall rein. Wer Interesse hätte an der Olitzky Exhaust, guckt bei uns im Online-Shop rein. Da ist die Olitzky Exhaust schon drin. Wenn der Einbau interessiert, ruft einfach durch oder wer auch Fragen dazu hat, ruft mich einfach an, ist überhaupt kein Stress, dann kann man das mal durchquatschen. Auf dem Video hört man den Sound leider nicht ganz so, wie es in echt ist, aber das Ding klingt wirklich so geil, wenn man da live mal drin sitzt, auch mal das Verdeck offen hat, wie schön das klingt, auch bei Klappe zu, kann man da mal echt entspannt fahren, kein Dröhnen, kein Geballer im Ohr, sag ich mal, wenn man normal fährt, das war mir auch ganz wichtig an der Anlage, dass man da halt einfach kein dauerhaftes Dröhnen drauf hat, so wie es bei anderen Auspuffherstellern beim E46er ist. Entweder dröhnt es zu arg im Ohr oder es ist zu leise. Finde ich eigentlich, ist ein geiler Kompromiss. Wir haben einen schönen Sound, wir haben kein Dröhnen. Es ist ein kräftiger, dumpfer Klang, wenn man das live hört. Passt auf jeden Fall, hätte ich gesagt. Das war auf jeden Fall eine Hammeranlage.
Dann hätte ich gesagt, ich höre jetzt auf zu babbeln. Viel Spaß beim Carporn. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao. Thank you.